Ist der Widerrufsjoker wirklich tot? Wir gehen dieser Frage mal näher nach. Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuzer. Der Widerrufsjoker begleitet uns seit gut anderthalb Jahren annähernd täglich. Bekanntlich haben wir die Gesetzesänderung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die besagt, dass mit einer Übergangsfrist seit dem 21.03.2016 man nur noch diesen Widerrufsjoker ausspielen kann bis zum 21.06.2016. Also bald haben Verbraucher nicht mehr die Möglichkeit, Altverträge überprüfen zu lassen und da rauszukommen. Trotz massiver Kritik des Bundesrates und auch von Justizministern ist diese Richtlinie beschlossen worden. Wir denken, dass diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie nicht vereinbar ist mit dem Grundgesetz, und der Gang nach Karlsruhe wird auch bei uns geprüft, ob wir also selbst Verfassungsbeschwerde einlegen. Wir sind aber sicher, dass diese Richtlinie auf jeden Fall auf den grundgesetzlichen Prüfstand kommt. Denn mit der Verfassung nicht vereinbar sein dürfte die Rückwirkung, dass man also jetzt beschließt, dass die Verträge seit dem 2.11.2002 rückwirkend nicht mehr Geltung haben, also dass man daraus keine Rechte ziehen kann aus einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung. Und darüber hinaus ist die ganz kurze Übergangsfrist, also von 3 Monaten von März bis Juni, auch verfassungsmäßig höchst bedenklich. Darüber hinaus, und das ist ganz interessant, das ist bisher in den Medien doch eher untergegangen, schreibt die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, dass diese Regelung nur Verträge betrifft, die vor dem 10.06.2010 geschlossen sind. Das heißt, jeder Immobiliardarlehensvertrag nach dem 10.06.2010 unterliegt weiter der Möglichkeit, dass man den Widerrufsjoker spielt. Natürlich haben wir in den jüngeren Verträgen nicht so viele gravierende Fehler wie in den Altverträgen, aber gerade in den Jahren 10 bis 12 haben wir noch zahlreiche falsche Widerrufsbelehrungen feststellen können. Das heißt, der Widerrufsjoker gilt noch für alle jüngeren Verträge ab dem Sommer 2010. Diejenigen, die einen Altvertrag haben, müssen sich beeilen. Die können ab dem 21.06.2016 nicht mehr von dem Widerrufsjoker Gebrauch machen. Also hier ist es ganz wichtig zu differenzieren. Nach unserer Erfahrung sind ganz viele Verträge betroffen von den Sparkassen, von den Raiffeisenbanken und Volksbanken, aber auch von allen anderen großen Banken wie DSL zum Beispiel, wie die Indiba, Deutsche Bank, Commerzbank und viele andere Banken auch. Eigentlich ist so gut wie jede Bank davon betroffen. Zögern Sie also nicht, uns Ihren Vertrag zuzusenden. Wir überprüfen den wie gewohnt kostenlos für Sie, geben Ihnen dann eine Rückmeldung und eine professionelle Einschätzung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Channel. Hier erfahren Sie noch weitaus mehr brauchbare und wertvolle rechtliche Tipps.